jetzt zusammen hier mit der Katharina van Delden von den Usabi. Katharina ist unter anderem auch eine Sprecherin und Panelistin beim diesjährigen Crowddialog 2015, der ja am 26. November in München wieder stattfindet. Katharina, in der Vorbereitung zum Crowddialog dieses Jahr gab es ja auch verschiedene Branchen, insgesamt 6 Branchen. Wie siehst du aufgrund deiner Erfahrung das Thema in den Branchen verankert Crowd Innovation? Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war, ich glaube, ein sehr, sehr guter nächster Schritt jetzt auch in der Entwicklung des Crowddialogs selber, die Fokussierung auf einzelne Branchen. In unserem eigenen Geschäft sehen wir gerade, dass Crowd-Innovation besonders wichtig wird für die Branchen, deren Geschäftsmodell ganz grundsätzlich von der Digitalisierung bedroht ist. Also es geht nicht mehr unbedingt nur um die inkrementelle Weiterentwicklung schon vorhandener Konsumgüterprodukte, Duschgel und Konsorten, sondern es geht tatsächlich darum, komplett neue Geschäftsmodelle zu finden in Branchen, die es echt nicht einfach haben gerade. Energieversorger, Versicherung, Finanzen. Und da sehen wir, dass diese Unternehmen sich gerade damit intensiv auch beschäftigen, wie sie ihre Innovationsprozesse grundsätzlich besser digitalisieren können, grundsätzlich schneller werden können, grundsätzlich erfolgreicher gestalten können. Und da ist das Thema Crowd natürlich eine der essentiellen Ausrichtungen. Und vor dem Hintergrund, du hast es gerade angesprochen, wir von den Usabi dürfen uns auch mit einbringen auf den Crowd-Dialog. Und unter anderem sind wir zusammen mit der Postbank da und teilen unsere Erfahrungen rund um das Postbank-Ideenlabor. Und ich glaube, die Postbank ist da wirklich einer der großen Vorreiter auch. Dessen, wie kann ich wirklich meine Produkte, gerade auch meine digitalen Angebote, sehr, sehr schnell und erfolgreich mit dem Kunden zusammenentwickeln. Und daher, zurück zu deiner Frage, Branchenfokus, perfekt. Ich freue mich auf die Branche Finanzdienstleistungen. Super, also wir haben gesehen, Katharina van Delden wird zum Thema Crowd Innovation in der Finanzdienstleistung zusammen mit der Postbank, denke ich, einige sehr, sehr spannende Insights auf den diesjährigen Crowd-Dialog bieten. Katharina ist neben 70 interessanten Referenten und Experten vor Ort eine der herausragenden Persönlichkeiten zum Thema Crowd-Innovation hier in München. Insofern freuen wir uns natürlich umso mehr, sie dann auch am 26. live bei uns beim Crowd-Dialog auch auf der Bühne zu haben. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum 26. Ich freue mich schon. Danke. We'll be right back.